Maren Gilzer steigt bei ARD-Telenovela Rote Rosen ein. 16 Jahre lang war Maren Gilzer als Krankenschwester Yvonne Habermann in der ARD-Serie In aller Freundschaft zu sehen. 2014 stand sie letztmalig für die Arztserie vor der Kamera. Doch nun kehrt Gilzer zum Sender zurück. Wie das Erste am Dienstag bekannt gab, wird Maren Gilzer ab März 2021 bei Rote Rosen einsteigen, konkret in den Folgen 3286-87. Fans dürfen sich auf eine neue Romanze im Serienkosmos freuen, denn Gilzer wird als Walters, Lotke Burmann, Online-Flirt Martha zu sehen sein. Der entdeckt in der neuen Staffel aufgrund seiner Einsamkeit das Online-Dating für sich und findet zunehmend Gefallen an Chats mit unbekannten Damen. Als er jedoch realisiert, dass er auf Fake-Profile reingefallen ist, wehrt er sich und trifft dabei eben auf Martha, die seinen Ärger zu Unrecht abbekommt. Als sie sich dann zum ersten Mal in der realen Welt treffen, ist es um Walter geschehen. Mit Maren Gilzer stößt auch Leander Lichti als Anwalt Paul Theiler zum Cast, der in Lüneburg eine Plagiatsunterlassung nachgeht. Maren Gilzer bekam ihre erste TV-Rolle 1996 in Dieter Wedels Der Schattenmann. Es folgten Rollen im Tatort, dem Traumschiff, in Die Strandklicker und in der Inga Lindström-Verfilmung Das Sommerhaus. Zudem war sie in über 3000 Folgen der Kultshow Glücksrad als sogenannte Glücksfee zu sehen. Auch ins Reality-Geschäft wagte Gilzer einen Ausflug. 2015 wählten die RTL-Zuschauer sie zur Dschungelkönigin.